Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Livestream heute. Ich habe heute schon mal live gestreamt, auch mit der Quest Kodiak drüben in Alaska auf Englisch. Dieser Stream jetzt aber hier, wie versprochen, in Deutsch. Es ist unsere Afrika-Tour, bei der wir uns mal die Art anschauen, wie ja, wie Prepared mit FTX Global Afrika darstellt. Bis jetzt muss ich sagen, bin ich nicht so berauscht. Ja, ist ein bisschen zwiespältiges Erlebnis hier. Ich vergleiche ja immer ein bisschen bei den Flügen, wie die Airstrips dann also in Realität aussehen und wie sie im Prepared aussehen. Und das war bis jetzt eher so ein bisschen ein gemischtes Erlebnis. Ja, passt nicht alles ganz so, wie es sein sollte. Und aber ist trotzdem, ich finde es trotzdem ein cooles Erlebnis, weil man ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Simulator ist man ja eigentlich in Afrika jetzt nicht so unterwegs. Vielleicht noch die großen Flughäfen oder was auch immer. Ich meine, ich lasse mich immer gern vom Gegenteil überzeugen, aber zumindest ich war bis jetzt in Afrika nicht sonderlich viel unterwegs. So, ich hoffe, mit dem Stream passt alles. Sound und Video ist okay. Würde mich freuen, wenn jemand von euch einschaltet und zuschaut. Ich muss jetzt hier noch kurz schauen. So, mal kurz hier, ob alles mit dem Stream passt. Kurzen Moment. Kommt sicher wieder Werbung. So, muss man schnell. Okay, das sieht mal gut aus. Gut, gehen wir mal ins Cockpit. Ich versuche jetzt hier mal die Quest Kodiak hier mal manuell zu starten. Ich hoffe, das kriege ich hin. So, Battery Switch ist an. Dann machen wir mal die Fuel Pump. An Beacon Navigation. Okay. So, wo ist der Tankwahlschalter? Der müsste ja auch hier irgendwo sein. Okay, Fuel haben wir. So, und jetzt. So, der mal ein bisschen hoch. Ja, und ihr merkt schon, ich habe das Ding noch nie manuell gestartet. Aber wir werden es schon hinkriegen. So, muss man schauen, wo hier das ganze Engine-Zeug ist. Na? Hm. Okay. Also ihr könnt mich gerne belehren, ich sehe es noch nicht. Ah, Ignition. Schauen wir mal.
Da tut sich nichts. Jetzt. Na, wir wollen noch nicht rollen. Warum rollt das Ding schon? Und warum kann ich es nicht anhalten? Okay, jetzt müsste es passen. Avionics. Gut, wir gehen mal auf das GPS und geben mal ein Direct to ein. Schauen wir mal. Das funktioniert. Gut, Wind 200. Im Moment sind wir nach Norden situiert. Das heißt. Okay, wir machen den Takeoff so. Okay, gut, dann geht's los. Flaps 1. So, wir sind auf der Landebahn, das heißt Strobe und Landing an. Fuel Pump gehen wir jetzt wieder dazu. Generator natürlich auch. Alternator auch. Heading stellen wir auf die Startbahnrichtung ein. Na, Lock Heading to Course wollen wir nicht. Na komm schon. So. Das sieht mal recht gut aus. Dann machen wir hier das Kürfchen. Und los geht's. Sechzig, siebzig, achtzig, rotate. So, upp, bisschen schubbelig hier. Okay, flaps ab. Okay, wir drehen mal nach links.
Wir sind immerhin schon auf 3400 Fuß. So. Heading müssen wir jetzt noch reindrehen hier, so wie wir es wollen. Und ich würde sagen, diese Altitude kann er jetzt mal halten. Altitude. Heading müssen wir noch ein bisschen weiter nach links hier. Was tut er jetzt? Okay. Wir werden zu schnell. Okay, und da vorne sehe ich gerade, ist nochmal so ein Gebirgszug. Weiß nicht, ob wir über den schon kommen. Es geht jetzt aber wirklich hier in die Sahara rein. Also hier kommen so die letzten grünen Fleckchen, müssten jetzt hier hinter uns sein. Ja, ihr seht's. Muss ich sagen, das ist gut, das ist okay. So schaut es hier auch auf meiner GPS-Map aus. Und ich würde sagen, wir steigen noch ein bisschen, weil ich glaube nicht, dass ich über diesen Gebirgszug hier drüber komme, ehrlich gesagt. Sound ist noch ein bisschen leise, muss ich sagen. So, ich hoffe, das ist besser. So, und jetzt sind wir hier drüber. Ich glaube, wir sind hier in der ziemlichen Dunsthaube drinnen, weil der Himmel hier sieht ziemlich merkwürdig aus. So gedämpftes Licht. Ich denke, da steigen wir mal drüber, weil ich möchte wissen, ob das hier nur ein grafischer Effekt ist oder ob das wirklich der Fall ist. Also geben wir wieder Gas nach oben. Ja, und jetzt geht es hier richtig in die Sahara rein. Das heißt, jetzt wird es auch ein bisschen schwierig mit den Destinationen, weil da gibt es natürlich nicht wahnsinnig viel. Wir sind jetzt am Nordrand hier oder sprich am nordöstlichen Rand der Sahara. Fliegen jetzt mit diesem Flug auch über die Grenze von Marokko raus, also und zwar rein nach Algerien. Und ich muss dann schauen, wo uns der nächste Flug hinbringt, ob uns der noch, also auf jeden Fall tiefer in die Sahara.
Und ja, aber wie gesagt, ist nicht ganz einfach hier Destinationen zu finden, weil ja, hier gibt es nicht allzu viele Flughäfen, um es einfach zu sagen. Wie gesagt, ich steige jetzt hier mal über die Wolkendecke, weil ich wissen will, ob das hier nur ein grafischer Effekt ist oder ob das wirklich so eine Art wie eine Dunstwolke ist, die hier über uns liegt. Weil der Himmel wirkt so von den Farben her ziemlich gedämpft. Ja, man sieht schon, jetzt hält es hier ein bisschen auf. Also das scheint wirklich so eine Art wie eine Dunstwolke zu sein. Mal schauen, wie es über den Wolken ausschaut. Okay, hier werde ich mal bei 10.000 Fuß lasse ich es mal gut sein, hier knapp über den Wolken. Gut. Sieht gut aus. Auf Kurs sind wir.
und bald geht es über die Grenze von Marokko nach Algerien. Wir sind zu schnell, das habe ich mir gedacht. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen okay. Engine Management darf auch nicht vergessen werden. Ja, und wir haben jetzt gut die Hälfte des Weges hinter uns und wir überqueren jetzt in ein paar Meilen die Grenze von Marokko nach Algerien. Auch sind das Turbulenzen?
Okay. Wir kommen unserem Ziel schon ziemlich näher hier. Und wir sinken jetzt mal hier auf, würde sagen, also ich muss zuerst mal schauen, wie hoch ist denn der Airport überhaupt? 2000 Fuß. Ja gut, dann sinken wir mal auf 3000 Fuß, würde ich sagen. So, und jetzt mache ich hier mal kurz den Vergleich, wie das dann. Also ich gehe jetzt immer dann auf Maps in Google, gebe jetzt mal den Ort hier ein, wo der Airport ist, Tin Fuji oder wie auch immer man das ausspricht. So. Okay, und Tin Fuji ist, also ich. Ich hoffe, man spricht so aus. Ist wirklich so ein Dorf. Also ich kann jetzt hier das hier nur vom Luftbild aus sagen. Und das sieht ziemlich, ja, sieht ziemlich karg aus, das Ganze. Natürlich mitten in der Wüste. Aber der Flughafen hier oder der Flugplatz, der ist, muss ich sagen, für die Größe von dem Ding hier beeindruckend. Das ist auf jeden Fall, das sind zwei Landebahnen. Eine größere und eine etwas kleinere, aber immer noch beeindruckende Landebahn. Und also ich muss gestehen, das sieht für mich ehrlich gesagt so ein bisschen nach was Militärischem aus. Tin Fuji Airport. Ja, es ist eine Militärbasis. Also wir werden hier auf einem Militärstützpunkt eigentlich landen. Und der müsste jetzt hier eigentlich auch schon in Sichtweite kommen langsam. Na, noch nicht.
Also eigentlich müsste ich den Airport jetzt schon sehen. Sehe hier aber ehrlich gesagt noch gar nichts. Auch interessant. Hier ist er mal korrekt verzeichnet. Also ich nehme es mal an. Da vorne. Ja, das ist er. Da ist er. Da sind die zwei Landebahnen. So, bei 3000 leveln wir auf. So. Okay, da ist er also, unser Ziel-Airport. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein bekanntes Problem von FTX Global, dass er Runways in der Wüste grün, also Gras, darstellt. Okay, also ja, hier sollten jetzt eigentlich ein paar Häuser sein. Es sollte eigentlich auch bei diesem Airport so ein bisschen eine Ramp dargestellt sein. Das fehlt jetzt natürlich hier alles komplett. Das ist eben das, was mir ehrlich gesagt jetzt an FTX Global hier in Afrika nicht so gefällt, weil das einfach, ja, das finde ich, könnte man schon anders lösen. Das ist an anderen Orten auch besser gelöst. Aber hier seht ihr jetzt ganz klar, hier fehlen Häuser, wo eigentlich welche sein sollten. Gut, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir machen hier jetzt trotzdem unsere Landung.
So, dann schalten wir mal den Autopiloten aus. Reduzieren unseren Speed. Witzig. Eigentlich sollte doch die nördliche Bahn nicht die größere sein. Naja. Bleibst du? Ich glaube, das gilt hier gar nicht als Landebahn oder was auch immer. Komisch. Also ja, das ist wieder so eine Sache. Erstens mal hier das Gras passt überhaupt nicht. Zweitens die Runway-Konfiguration passt auch überhaupt nicht. Also ja, also wie gesagt, ich muss hier noch kurz landen, bevor ich zu sehr jammere hier. Okay. Gut, dann bremse ich jetzt hier mal und gehe mal dorthin, wo eigentlich die Ramp sein sollte. Nämlich ungefähr hier. Naja, auch nur ungefähr, aber es ist ja egal. Ja, willkommen in Tin Fuji. Ich hoffe, man spricht es überhaupt so aus. Ja, wie gesagt, die Dinge, die mich stören, erstens mal das Gras hier, das passt überhaupt nicht, ist aber anscheinend ein bekanntes Problem von FTX Global. Dann natürlich die komplett falsche Konfiguration der Landebahnen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Daten von dem militärischen Flughafen wirklich frei verfügbar sind, aber auch die anderen Airports bis jetzt haben eigentlich, also zumindest die kleinen, haben jetzt nicht so toll gepasst. Ja, aber trotzdem, ich finde es trotzdem interessant, hier rumzufliegen und wir werden sicherlich noch ein paar andere Orte hier zusammen besuchen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch bis zum nächsten Mal, wie immer, Happy Landings.